Ja, herzlich willkommen auf der Erzähl der Bauer. Heute geht das Lackieren weiter. Gleich nach dem Intro. Ja, heute Teil 4 hier vom Boddenboot. Heute wird der Rumpf weiter lackiert, grün, das Deck wird lackiert und der Rand hier wird orange gemacht und hier hinten wird noch die Stufe eingebaut. Alles in diesem Video. Auf geht's! So, hier Runde 2, nachdem wir jetzt hier einmal weiß lackiert hatten, wollen wir jetzt hier unten das Grüne lackieren. Wir müssen einmal hier hinten rein lackieren und einmal hier den kompletten Teil von hinten mit lackiert. Die Seitenflanken bleiben weiß. Ja, ich habe es abgeklebt hier mit meinem Tesaband hier. Habe ich euch unten verlinkt, falls einer wissen will, welches ich habe. Ja, wie gesagt, einmal jetzt noch hier mit Fettlöser drüber und dann können wir es eigentlich auch schon lackieren. Dann gleich noch mal eben hier die Klebebänder andrücken, dass keine Farbe durchläuft quasi. Und dann sehen wir uns beim Spritzen wieder. Auf geht's. Ja, auf geht's hier mit der grünen Farbe. Ich versuche jetzt erst hier den Kanal ein bisschen zu lackieren und dann den Rest und dann wieder mit meiner Föhnmethode zu trocknen. So, jetzt Klebeband runter hier. Kommen wir hier hinten zu den Redingen hier hinten im Heckbereich. Da habe ich mir im CAD oder im CAD habe ich mir jetzt hier so eine Biegevorrichtung und eine Einklebvorrichtung quasi. Die kann ich jetzt hier so anlegen. Dann habe ich einmal den Winkel hier und einmal die Höhe, die richtige Einklebhöhe. Ich werde das jetzt noch für die andere Seite auch noch anpassen entsprechend. Das heißt, einfach hier ein Stück Draht nehmen, jetzt mit der Zange biegen und gucken, dass ich hier immer ungefähr den gleichen Winkel habe. Es muss ein bisschen länger sein hier, das können wir ruhig so knicken. Das heißt, wir machen jetzt ungefähr hier den Knick, setzen wir an, knicken ein wenig und dann wird überprüft und wie wir sehen, das passt schon fast. Kleiner Knicks noch. Ja, wie ihr seht, ist das jetzt relativ nah an dem Winkel dran. Jetzt können wir entsprechend hier das auf die Länge abschneiden. Das machen wir einfach mit dem Seitenschneider. Und hier müssen wir entsprechend dann gucken, wie weit wir das da reingedrückt bekommen. Und dann kleben wir das mit, ich denke, Epoxy oder irgendwie sowas ein.
Later. Hier habe ich die zwei Relingrohre liegen. Das eine habe ich schon mit Schmirgelpapier geschliffen, das andere noch nicht. Man sieht, glaube ich, den Unterschied. Damit ich das lackieren kann, werde ich das vorher schleifen, weil da kommt man im eingebauten Zustand nicht mehr so gut dran. Ja, ich habe jetzt das zweite auch hier eingepasst. Das passt auch schön. Jetzt werde ich das einfach hier wieder rausnehmen. Und dann werden wir hier entsprechend in dem Loch einmal hier mit einem ganz kleinen Schraubendreher, habe ich noch so Altbestände hier, und dann machen wir da mal ein bisschen Epoxy rein. So, und jetzt können wir das hier hinten, kleben wir das gleich von innen ein. Da komme ich von hinten noch dran. Ist genau drin, wie wir es haben wollen. Das machen wir es an der anderen Seite auch noch, und dann verklebe ich es hier von hinten, und dann haben wir die Sache auch schon geritzt. Den Rest werde ich jetzt eben hier mit einem kleinen Tüchlein abschmieren. So, dann haben wir da auch eine schöne Kante. Ja, hier habe ich jetzt den Kleber so hier unten reingemacht mit einem Stückchen 2,5 Kupferdraht. Kommt man überall dran. Ja, und jetzt kommen wir auch gleich schon direkt zum nächsten Einbauteil. Das ist hier hinten diese Stufe. Die habe ich auch schon designt. Kann ich mal kurz einblenden. Kommen wir zur Konstruktion der Stufe. Die habe ich hier auch in Fusion natürlich gemacht. Ich habe wieder hier meinen ganzen Rumpf eingeblendet. Und dann habe ich hier hinten die Stufe designt. Ich drehe es mal eben um. So, da hinten haben wir die Stufe schon. Das heißt, ich habe die hier an der Wölbung des Rumpfes angepasst. Im Endeffekt ausgeschnitten. Zeige ich euch jetzt eben kurz im Durchlauf der Konstruktion. Ich blende mal das Schiff aus. Dann geht das ein wenig schneller. Ich habe eben mal die ganzen Konstruktionszeichnungen vom Boot drin gelassen und habe dann im Endeffekt mit dem Boot angefangen, habe dann hier eine Skizze gemacht von der Stufe, wie sie werden soll, und dann bin ich angefangen, habe mir erst einen Klotz gemacht, etwas aufgedoppelt, da ist ja so eine Klappe dran, die man öffnen kann. Hier kommt noch so ein Bügel rein, den habe ich jetzt aber nicht im Cut gezeichnet. Den seht ihr aber nachher im Modell. Hier oben habe ich dann einfach die Scharniere eingebaut. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Dann habe ich das Ganze hier mit dem Bootsrumpf geschnitten, wie ihr seht. Der Bootsrumpf ist ja an der Stelle nur 1,5 mm oder 1 mm stark. Und deswegen sind da jetzt vier Teile draus entstanden. Die sind noch ein bisschen nicht verbunden hier. Und deswegen habe ich dann hier mit einer Extrusion noch eben den Dings weggemacht. Und dann habe ich die zwei Teile gelöscht, die hier im Hintergrund noch zu sehen waren. Ja. Jetzt ist das Teil noch massiv voll. Das hülle ich gleich noch aus. Jetzt habe ich noch eine Skizze angelegt. Da habe ich mir nämlich mal was einfallen lassen mit Riffelblech. Das ist natürlich eine ganz heikle Nummer. Das ist ein bisschen viel Arbeit. Da macht man sich hier diese so Ellipsen. Immer drei nebeneinander und drei versetzt. Und dann habe ich das einfach nach rechts und links mit dieser Anordnung, rechteckige Anordnung, dupliziert. Dann hat man so ein ganzes Feld, da kann man dann verschieben, und dann kann man das im Endeffekt auf jede Oberfläche übertragen. So, ich bin dann hingegangen und habe die einfach hier extrudiert, habe die alle angewählt und dann extrudiert. Das gleiche habe ich dann für die anderen Seiten auch gemacht. Das ist jetzt hier für vorne. Das ist die vordere Seite, und dann haben wir natürlich das gleiche noch hier
links und rechts auch gemacht. So, und jetzt im letzten Schritt hier habe ich das einfach hinten ausgehöhlt entsprechend, dass wir da nur links und rechts die Backen haben. Ja, und das war es dann auch schon hier mit dem Objekt. Die habe ich einmal hier schon gedruckt mit meinem SLA-Drucker. Und dann habe ich da noch eine Verbesserung von gemacht. Der Unterschied zu den zweien ist, dass das eine quasi hohl ist und das ist voll. Also das war jetzt hier zum Schleifen komplizierter als dieses hier. Da, weil da ja nur die links und rechts die Stege dran sind. Geschmirgelt habe ich das hier, indem ich hier das Schmirgelpapier hingelegt habe. Und dann habe ich das einfach hier entsprechend hin und her bewegt, bis dann hier unten glatt war, weil das war aber hier die Unterkante vom SLA-Druck und die ist natürlich nicht glatt. Die habe ich jetzt hier geschliffen. Das werden wir dann jetzt hier auch entsprechend so einkleben, damit wir hier die Oberseite des Decks demnächst lackieren können. So, ich klebe jetzt hier die Stufe ein. Ich habe mir dazu hier die Schieblehre eingestellt, dass ich hier links und rechts quasi denselben Abstand habe. Und das mache ich jetzt an einer Seite eben. Dann mache ich hier im Edding einen kleinen Strich hin, dass ich da so eine Markierung habe. Und jetzt klebe ich das Ganze hier mit Epoxy ein. Und dann lassen wir es mal hart werden. So, jetzt führt kein Weg mehr zurück. Das sieht gut aus. Jetzt können wir noch ein bisschen den Kleber beseitigen. Den Rest werden wir, denke ich mal, mit Spachtel machen und dann noch ein bisschen schmirgeln. Ja, ich will jetzt hier die Seiten ein bisschen verspachteln. Und dazu nehme ich hier einfach so einen Q-Tip und will dann hier den Spachtel entsprechend hier verschmieren. Und das hat sehr gut funktioniert. Das lassen wir einfach trocknen und dann gucken wir mal, wie das nach dem Trocknen aussieht. So, den Rest auch noch und dann, wie gesagt, trocknen lassen. Ich habe jetzt für hinten für die Stufe noch den Griff gebogen, 1 mm Messingdraht, da eben die Löcher ein bisschen aufgebohrt und jetzt kann ich den hier quasi einsetzen und dann sieht das sehr schön aus. Klebe ich mit Epoxy ein und dann geht's weiter. Ja, wir haben das Deck jetzt hier soweit vorbereitet. Wir haben hier die Relinge eingeklebt. Wir haben hier die Stufe eingeklebt mit dem Griff gerade eben noch. Jetzt werde ich das Ganze hier nochmal mit 600 Schleifpapier nass schleifen und dann können wir den Rumpf auch abkleben unten und dann werden wir das oben grün lackieren, das Deck. Schleifen und abkleben. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. Meanwhile. Der Rumpf ist eingepackt hier, schön abgeklebt, den Rand hier. Und jetzt können wir zum Lackieren gehen. Den Ständer habe ich mit eingepackt, damit ich es hinstellen kann. Ja, kurz vorm Spritzen habe ich jetzt hier noch die zwei Flächen abgeklebt, wo nachher hier der Schwimmkörper drauf kommt und dann kann ich den besser festkleben. Auf geht's mit Grün. Thank you.
und dann holen wir das mal raus und dann sehen wir mal, was wir gemacht haben. Ja, das Deck habe ich jetzt lackiert. Ist gar nicht gut geworden. Hier hinten die Stufe, die Reling, alles grün geworden. Jetzt will ich noch den Rand hier orange machen. Dazu muss ich einmal hier unter dem Rand abkleben. Das geht eigentlich relativ gut. Das Problem ist hier oben den Rand, dass ich immer denselben Abstand hier habe. Von der Außenkante nach innen quasi. Das kann ich jetzt schlecht mit dem Klebeband machen. Da will ich jetzt quasi mit dem Klebeband einmal hier oben drüber und dann möchte ich mit so einem kleinen Messer, das habe ich mir konstruiert und als 3D-Druckteil, zeige ich euch gleich, gemacht, da will ich dann einmal hier so drüber fahren, das heißt die Kontur nachfahren und dann kann ich das so abziehen. Zeige ich euch aber gleich dann, wenn ich es mache. Kommen wir erstmal zu diesem kleinen Tool. Das besteht im Endeffekt hier aus zwei Teilen, einmal hier unten sind zwei Muttern drin. Hier ist eine Aufnahme für irgendwas, das zeige ich gleich. Und hier ist noch so ein Deckel, der kann hier oben drauf, der hält das dann fest, was da reinkommt. Und hier kommt so ein vom Cuttermesser eine abgebrochene Klinge rein. Das heißt, ich nehme jetzt hier mein Cuttermesser und breche da mal eine Klinge ab. Zack, und die nehmen wir jetzt hier, weil da die Kante auch abgebrochen ist. Und jetzt kann ich die quasi hier mit der Spitze, kann ich die genau hier reinlegen, passt genau hier rein, rutscht auch nicht weg. Hier ist nochmal so eine kleine Erhebung, die drückt dann das Messer quasi nochmal fest. Und jetzt kann ich einfach hier zwei Schrauben reindrehen, die das Messer dann festdrücken. Jetzt habe ich hier zwischen Messer und dieser Platte hier sind 1,7 mm. Das heißt, ich kann jetzt... Ich hole mal hier meinen Versuchsrumpf. Da kann ich jetzt hier an der Seite so nebenfahren. Das heißt, wir nehmen ein Stück Tesafilm, klebe ich jetzt hier drauf, einfach so rum. Und jetzt nehme ich einfach das Messer, halte das hier leicht gegen, ziehe einfach nur ganz leicht drüber. So, dann kratze ich nicht den Lack an, sondern nur das Klebeband. Und voilà, habe ich jetzt hier quasi schön immer denselben Abstand. Und ist es direkt abgeklebt. So mache ich das jetzt mit dem großen Boot oder mit dem Originalboot. Und dann werden wir uns wiedersehen vorm Lackieren. Zeige ich euch da nochmal das Endergebnis. Later. Ja, ich habe jetzt hier mit dem Tool erfolgreich die Kontur geschnitten. Wie ihr seht, habe ich jetzt überall hier ungefähr denselben Abstand. Gefällt mir richtig gut. Jetzt klebe ich den Rest ab und hier unten noch abkleben. Dass ich dann nur hier die Seite habe, die orange werden muss. Ja, der Rumpf ist wieder mal eingepackt. Auf zum Lackieren des Randes. Go! Auf geht's wieder mit Orange.
Ja, wie ihr seht, ist hier das Ergebnis des Ganzen, also der ganzen Lackieraktion. Wie ich finde, ist das ganz schön geworden. Ich bin damit zufrieden und das ist ja die Hauptsache an der Sache. Ja, falls ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht mit dem kleinen Bötchen und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das doch einfach hier unten drunter abonnieren, die Glocke noch einschalten, dann bekommt ihr auch direkt eine Benachrichtigung, wenn wieder ein neues Video hier raus ist. Und für alle anderen bleibt mir dann nur zu sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Siegwan, der RC-Modellbauer. Ciao!